Wenn ihr euch in den letzten Tagen gewundert habt, warum ihr so wenig Kommentare auf eure Videos kriegt, naja, vielleicht liegt es auch ganz einfach daran, dass ihr die übersehen habt, denn YouTube überarbeitet hier ein bisschen seine Benachrichtigungsglocke, die hier oben in der Ecke, und da kann es einfach sein, dass in den letzten Tagen nicht alle Kommentare angezeigt werden, und wie das behoben wird, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Tja, damit dann hallo und guten Abend YouTube zur YouTube-Lupe Nummer 84 mittlerweile. Und ja, ich habe vor kurzem auf Twitter gesehen, dass einige Leute sich ja beschweren, beklagen, dass irgendwie gefühlt 80% der Kommentare völlig an ihnen vorbeigehen. Und dem kann ich so halbwegs zustimmen, denn irgendwie habe ich gemerkt, dass einige Kommentare auf meinem Kanal veröffentlicht wurden, die ich so hier nicht oben in den Benachrichtigungen gesehen habe. Und wenn ich jetzt hier mal reingucke, ja, dann hat sich das Design in den letzten Tagen irgendwie so ein bisschen verändert. Und ja, es ist ja auch ziemlich viel drin, was ich eigentlich nicht hier drin haben möchte, wie zum Beispiel die ganzen Live-Benachrichtigungen, Videobenachrichtigungen und so weiter und so fort. Und soll es jetzt hier aber mal um einfach die Kommentarbenachrichtigung gehen. Also wirklich zum Beispiel so wie dieser hier, wo dann eine Antwort auf einen meiner Kommentare geschrieben wurde. Oder auch hier noch einer über zu meinem Video und so weiter und so fort. Ja, Benachrichtigungen wie diese haben hier einfach in der Liste gefehlt. Und wenn bei euch die auch fehlen, ist das ja ganz einfach. Ihr geht hier einfach oben in die Einstellung rein, auf dieses kleine Zahnrad. Und dann bekommt ihr hier auf diese Seite für Benachrichtigungen, auf der ihr allerlei Einstellungen für die verschiedenen, ja, Benachrichtigungen und Mitteilungen so vornehmen könnt, die YouTube im Angebot hat. Für die Kommentare wichtig ist jetzt allerdings nur ein Abschnitt hier unten. Und zwar ist der Bereich wirklich auch betitelt mit Kommentar und Reaktion. Und da gibt es einerseits Aktivitäten, die meine Videos und meinen Kanal betreffen. Ja, das heißt, das sind dann wirklich auch Kommentare auf eure Videos bzw. auf eurer Kanalseite. Hier einfach darauf achten, dass der Haken gesetzt ist, und da bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ein Kommentar bei euch geschrieben wurde. Und diese Benachrichtigung gibt es dann einerseits hier oben entsprechend in diesem Glockenbereich, andererseits auch als Desktop-Benachrichtigung, wenn ihr die aktiviert habt oben in der Ecke, beziehungsweise dann auch noch mit auf eurem Telefon. Ja, und der zweite wichtige Eintrag hier unten sind Reaktionen auf meine Kommentare zu anderen Videos. Das heißt, das betrifft wirklich alle Antworten, die zu euren Kommentaren geschrieben wurden, die ihr irgendwo mit gepostet habt. Ansonsten, wenn ihr diese Benachrichtigungsleiste hier oben ein wenig aufräumen wollt und da beispielsweise nicht die Videos drin haben wollt, die jetzt gerade irgendwie hochgeladen wurden, ja, dann muss ich euch an dieser Stelle halbwegs enttäuschen, weil hier müsst ihr wirklich für jeden Kanal einzeln dann die entsprechenden Benachrichtigungen deaktivieren. Das heißt dann aber auch, dass ihr auf eurem Telefon keine Benachrichtigung mehr bekommt. Und zwar bietet YouTube hier auf dieser Einstellungsseite auch die Möglichkeit an, dass ich ja für diese Abos meine entsprechenden Benachrichtigungen einstellen kann. Allerdings kann ich hier auch nur auswählen zwischen Push-Benachrichtigung und E-Mail-Benachrichtigung. Aber die Glocke hier oben ist weder eine Push-Benachrichtigung noch eine E-Mail-Benachrichtigung. Also hier müsste ich eigentlich schon wieder alle Benachrichtigungen komplett dann deaktivieren. Was natürlich nicht Sinn der Sache ist, wenn ich ja, Benachrichtigungen für einen Kanal aktiviert habe. So viel dann aber dazu, das soll es jetzt hier gewesen sein. Achtet wirklich einfach darauf, dass unten im Bereich für Kommentare und Reaktionen beide Haken gesetzt sind. Dann bekommt ihr auch in der Glocke entsprechend wieder alle eure, ja, Kommentare mit angezeigt und müsst nicht extra in den Community-Tab im YouTube-Studio gehen. Und ja, das soll es für diesen Kurztipp hier auch gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch jetzt irgendwie weitergeholfen und informiert. Wenn ihr zukünftige Tipps nicht verpassen wollt, mehr, dann klickt doch da oben vielleicht noch auf Abonnieren drauf oder schaut hier links und rechts noch bei zwei älteren Videos mit vorbei. Und ja, das war's mit diesem Kurztipp. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.